Yo, Leute, was geht's? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Und irgendwie kommt mir die Musik hier gerade viel zu laut vor. Wartet kurz. Ja, schon viel besser. Man sollte halt auch nicht sein Headset wieder auf volle Lautstärke haben, sondern nur wieder auf seinen üblichen 10%. Dann hat sich das Thema auch recht schnell wieder erledigt. So, Matrose Titus. Was ein epischer Name. Wie. Seit wann ist. Alter, ich habe viel zu lange kein Pokémon gespielt. Seit wann ist Kampf auf Gift nicht sehr effektiv? Geowurf. Ja, True Damage. So, will ich jetzt sonst noch. Ja, Devil kämpfen. Und ja, wir haben heute den 26.03. Also der Tag, an dem Darksiders Part 17 und Blattgrün Part 4 rausgekommen sind. Darksiders lädt übrigens gerade hoch. Und jetzt kommen hoffentlich wie. Das dauert immer so ewig lang. Und jetzt kommen hoffentlich wieder echt regelmäßig die Videos. Aber nicht mit mir, Homo. So, nachdem wir. Ja, ich gehe noch kurz heilen. Einfach nur sicher ist sicher. Ich sollte so langsam schauen, was ich sonst noch für Pokémon in mein Team packe. Obwohl, ich habe schon eine Idee. Hier können wir eh so oft rein und raus, wie wir wollen. Jedenfalls noch am Anfang. So. Gefunden. Gestorben. So. Wie nennen wir das Teil jetzt? Dickdarm? Nein, das war zu niveaulos, selbst für mich. Es muss irgendein cooler Name her für ein Dickdarm, beziehungsweise ein Dicktri. Irgendwas. Dickdarm. Ich schau mal kurz nach, ob bis mir irgendwas einfällt. Bis gleich, Leute. Jo, Leute, da bin ich wieder und mir ist ein echt schlechter Name eingefallen. Weil es doch das Gerücht gibt, beziehungsweise die Diskussion über Dickdas Probleme und Dickdas Probleme, Dickdas Füße und Füße, Feet heißen, oder? Ich weiß, dass in dem Zusammenhang, in dem ich gerade denke, wird es als füttern. Beziehungsweise jemand, der etwas füttert oder einfach nur Dauer drauf geht, bezeichnet. Aber Feet, Fuß. Klingt logisch, oder? Kommt schon, Leute, sagt, dass es logisch klingt. Das klingt logisch. So, ich darf jetzt erstmal das Dick da trainieren und dazu kümmere ich mich erstmal um die ganzen Gegner hier. Geht doch. So. Nö. Obwohl, einen Sandan könnte ich mir auch kaufen, fangen. Ich finde Sandan. Ja, ich fange mir einen Sandan. So. Wartet kurz, Leute. Ich bin dann gleich wieder mit Samtra. Na, ich bin.
Jo Leute, da bin ich wieder und ich wollte euch einfach nur mal kurz meinen kleinen süßen Ramos zeigen. Ich habe ihn schon gelevelt, Level 27 mit Schlitzer, Schaufler, habe ich ihm per VRTM beigebracht, Sandwirbel und Giftstachel, Bad Woman immer noch, Kanonenfutter, Level 27 by the way. Ist ein freches Wesen. Dann ansonsten blieb eigentlich alles so wie immer und ich weiß gar nicht, mit was soll ich denn anfangen? Ich glaube, ich fange mit Shyvana an. Hey, Sian, welche Überraschung. Ich hätte gar nicht daran gedacht, dass du hier sein könntest. Komm, ich mach. Alter. Ich weiß nicht. Manchmal hat meine Tastatur so enorme Schwierigkeiten, die Tasten, die ich auswähle, auch anzunehmen. Aber dass der gerade eben echt predicted hat. So, wir schicken wieder unsere Shyvana rein. So, Level 29. Radikal. Ein Normal-Pokémon und was gegen Normal-Pokémon stark? Kampf! Karate-Schlag! Oh ja! Kung-Fu! Kadabra, Kadabra, Psycho, hab ich eigentlich gerade gar nichts da. Ach komm, lassen wir einfach schon mal Ramos seinen ersten tollen Auftritt haben. Psycho. Der First Kampf von ihm und was macht er? Er haut einen Volltreffer rein. Ich hätte gedacht, er wäre auf jeden Fall stärker gewesen. Ich dachte irgendwie so in die, vielleicht sogar schon in 25-30er Bereich. So, wir bekommen jetzt einfach einmal gechillt wie VM1 Zerschneider. Warum wird er das Buch nur lesen? Ich weiß es nicht. So, und jetzt fährt das Scheißschiff sogar ab ohne mich. Ich bin der Einzige, der nicht mit darf. Mal wieder. Na, Spaß. Penis in dein Gesicht. Keine Ahnung, ich wollte irgendwas sagen. So, und wir hoffen jetzt mal, dass... Natürlich kann es Bad Wurm nicht lernen, aber Dicta kann es lernen, das weiß ich. Bei Dicta bin ich mir sicher. Das heißt, unser neues Dicta, was eh viel cooler ist als so ein scheiß Zubat. Weil ich meine, hey, Zubat hat doch eh keine Sau lieb. Fido. So. Fido, lernen, Zerschneider. Ja, möchte ich. Sehr schön. Und in dieser Arena wird definitiv mein Ramos enorme Vorteile haben. Einfach nur, weil es eine Elektro-Arena ist. Und Alter, habe ich mich hochgelevelt. So, einfach nur noch mit dem, gegen den noch kurz kämpfen. Superschall. Tot. Magnetilo ist echt einfach. Ich weiß nicht, vielleicht wird sein Reitschuh mir echt Probleme machen. Ich glaub's aber nicht. Pikachu. Ich will noch so ein Blitzcrank Pikachu Skin. Oder ein Orianna Ash Skin. Muss doch bestimmt als Kasten geben, oder? Weil Junge, wäre das episch. Alter. Seid Kokain. Ja, und wieder mit Hyperspeed zurück. Und hier ist nichts plus Abfall. Hier ist nichts plus Abfall. Hier ist nichts. Hier ist ebenfalls nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts.
Hey, hier ist ein Hebel und ich wette, der ist nicht hier drin. Ja, so kann das jetzt weitergehen. Hey. So, schauen wir einfach mal weiter noch. So, okay. Hier ist schon mal nicht. Natürlich am letzten. Und ich wette, ja, das zweite Schloss wurde entriegelt. Damit stehen wir Major Bob gegenüber. Wir richten uns hin, holen unsere Army-Jacken und Co. raus, schneiden uns die Haare kurz und kämpfen gegen ihn. Aber auf 200 FPS, weil sonst ist es mir zu langsam. Eine Herausforderung von Leiter Major Bob. Er ist übrigens Ami, der einzige Pokémon-Arena-Leiter, bei dem man weiß, was für eine Nationalität er hat. Worauf sich wiederum schließen lässt, dass Pokémon in der realen Welt spielt. Nur halt mit Pokémon. I don't say. Also ganz ehrlich, der ist echt gerade. Ich dachte, die wären echt stark. Das ist jetzt aber auch meine Schuld, dass ich mich so hochgelevelt habe. Nur weil Savannah und Son Goku schon so hart waren, dachte ich mir, kann ich Rammus gleich mit so hart hochhauen. Und ja, ich spreche relativ viele LOL-Champs Englische aus. Das ist Rammus, Shyvana, Wukong. Und nicht wie die Deutschen. Rammus! Shyvana! Nein, Spaß. Oh Gott, das war gerade echt wieder so schlecht und flach. Ach, der kann doch nur von mir kommen. Und es geht echt voran mit dem Fortschritt. Wir müssen jetzt aber wieder hoch. Nee, da. Ich will einmal durch den Tunnel, weil da hinten gab's was, das weiß ich noch. Ach komm. Dick. Obwohl. Lebensschelle. Triff. Sehr schön. Ach komm, leveln wir uns einfach noch ein bisschen hoch an den Teilen. Einfach nur damit, weil ich kein. Geht doch. Was sagt der? Ich glaube, hier waren nämlich noch ein paar Sachen, die will ich jetzt wissen. Schön. Pantimos. Wäre ich auch ein cooles Pokémon. Ja. Was sagt der zu mir? Es 7. Ganz ehrlich, dann such mal jetzt einfach noch drei weitere Pokémon, die ich noch nicht habe. Lass dich fangen, Homo! Danke. Goddammit. Jetzt verlangen die ernsthaft von mir, dass ich auch noch Geld dafür ausgebe. Na egal, für VR-Blitz kann man das jetzt schon mal machen. Finde ich einfach nur schöner, da mit dem Blitz durchzurennen. Ist irgendwie so halb random. Aber wenn, dann will ich hier drin suchen. Ein Softcon. Ein Softcon, das mich überlebt. Ein Softcon, das gefangen worden ist. Und ein Raupi. Ein Raupi, das ebenfalls gefangen worden ist. Und wir haben insgesamt 11 po 10 Pokémon gefangen. Und damit kann ich mir jetzt schön gepflegt Blitz holen.
Finde ich cool, weil Formblitz ist jetzt recht nützlich. Also ich finde, es gibt nutzlosere VMs. Komm, verpiss dich. Die einzigen, gegen die ich echt gerne kämpfen würde jetzt, wären Dictrice, weil die geben halt auch noch